Als du dich zum Gehen umwendest, steht Jaran bereits hinter dir. Solamin? Ja, dann. Es ist was faul im Starter Aranien. Ihr meint das sprichwörtlich, hoffe ich? Vielleicht. Seht euch das hier an. Diese Schriftstücke sind aus Horunswiller. Seinem Schreibtisch, wenn ihr mich nicht täusche. Oh, dann sollten wir das wohl besser in der Kapitänskajüte besprechen. Zeig da mal. Ich gebe dir die Papiere. Seid ihr jetzt alle da oder nur ihr beide? Ich nehme an, wenn wir alle jetzt in die Kabine aufbrechen, werden auch die Nachtzügler irgendwie merken, dass was abgeht. Hätte ja sonst sein können, dass ihr irgendwie alleine sein wollt. Aber also ich habe kein Bedürfnis, das alleine anzugehen. Ja, ist ja für alle da. Ich sehe keinen Grund, da zu sein. Ich wäre bei der Hafenmeisterei und kümmere mich um die Schlepper, dass wir da in 2 Stunden aufbrechen können. Jo, für die perfekt. Schiffe, ja? Sehr gut. Für die Schiffe? Ja, ja, ihr werdet ja immer geschleppt, weil die Hafenspitzen immer so rausragen. Die Steine. Gut, also es ist dann da, wer da sein möchte von unserer Heldentruppe und Zulamin entfaltet das Papier und liest vor. Hochangesehener Horun Ibn al-Anfa, wir schreiben dir im Namen des Beirun zu Malkis, Abdulon dem Großen. Als Visierer handeln wir in seinem Namen und reisen zu diesem Anlasse an deinen Hof. Bereits zu meinen Zeiten im Dar-Shear haben wir von deinen Fertigkeiten gehört, welche die Hexenköche der Fasara Giftküchen übersteigen soll. Vor geringer Zeit sprach auch Halijin, der Häuter von Jergan, gut von deinen Produkten. Aus diesem Grund entschloss sich der große Beirun zu einem Besuch. Wir würden gerne mindere Gifte in hoher Stückzahl und guter Qualität erwerben und können mit Handelswaren bezahlen. Unsere Alchemisten haben viele Edukte aus den Mangrovensümpfen Malkis und Schmuggelgut der Maraskanischen Insel dabei. Genaue Modalitäten besprechen wir im Beisein des Beirun in Al-Anfa. Wir reisen im Weinmond an. Sandra Aibna Elisha vom Dar-Shear. Im Namen des großen Beirun. Wir haben einen reichlich beleibten Rania in Horuns Villa gesehen. Allerdings kann ich seine Identität nicht bestätigen. Ein Beirun. Offenbar von Malkis. Wo liegt dieses Malkis? Davon habe ich noch nie gehört. Weiter im Süden. Ein abscheulicher Sumpf. Ich habe ihn nie persönlich besucht, daher kenne ich diesen Abdulon nicht. Oder seine Visierer. Worauf ich hinaus wollte, ist jedenfalls irgendjemand, ein Bey von Aranien, hat wohl gute Kontakte zu einigen, sagen wir, zwielichtigen Gesellen. Zum Beispiel Harijin der Häuter, der uns ja vom Namen her zumindest bekannt ist. Und wer ist das denn? Ach, tatsächlich? Kennt ihr den aus eurer Zeit in Maraskan? Er ist einer von Hafaks Gefolgsleuten, wenn ich mich nicht täusche. Nun, das ist gleichzeitig gut und schlecht, nicht wahr? Wir haben uns einerseits gut mit Hafax verständigen können, andererseits klingt diese Person nicht sehr sympathisch? Nun, die Person klingt, wenn sie denn... Nun, wenn der Banner von Jagan richtig ist und ich mich recht erinnere, müsste sie einer der Bluttempler sein. Nun, sie kaufen Gift. Das wird wohl keinen überraschen. Die Bluttempler sind allesamt Paktierer des Xafai. Wie viele gibt es davon? Schwer zu sagen. Manche sagen, der Orden sei fast aufgerieben worden, andere sagen, sie hätten auf Maraskan eifrig rekrutiert. Also vielleicht ein wenig wie die Amazonen, von der Menge her. Das ist, denke ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist eher, dass jemand... unter der Hand Geschäfte mit Bakterien macht. Wir sollten, wenn wir nach Aranien zurückkommen. Nun, ich würde ja sagen, das dürfte die Maharani Shahi sehr interessieren. Aber nun, die scheint uns ja nicht so sehr wohlgesonnen zu sein. Also müssen wir uns der Sache wohl selbst annehmen? Nun, ich weiß nicht. Ich denke, wir sollten zuerst mit Akros Shah sprechen, wenn wir wieder mal in Aranien sind. Ich bin mir sicher, er hat die ein oder andere Meinung dazu. Ja, sicherlich. Führt er nicht auch eine der Spuren
von dem Bild in Richtung Malkis? Stimmt, jetzt wo ihr sagt. Es könnte sein, dass wir diesem Ort noch einmal einen Besuch abstatten müssen. Das klingt wie ein herbeigeholter Zufall, aber wenn wir sowieso da sind, können wir die Augen offen halten. Nun ja, Aranien ist nicht so groß. Es war auch keine besonders deutliche Spur, aber ich habe Malkis auf jeden Fall noch auf meiner Liste. Nachdem wir in Elburum so wenig erfolgreich waren. Nun, so oder so fürchte ich, wir müssen diesen Gedanken vorerst in den Akten legen, denn es liegt nicht auf dem Weg, den wir einschlagen. Vorerst. Nun, wir sollten uns zumindest diesen Abend merken. Ja, die Briefe sind für einen anderen Zweck bestimmt. Ich dachte mir, ihr solltet es vielleicht wissen. So als Visier von Bianca. Ja, vielen Dank, dass ihr mir diesen Brief gebracht habt. Was ist mit dem anderen? Eine Bestellung von einem Zornbrecher tatsächlich aus Fasan. Er nennt sich Erhabener. Ihr kennt euch da besser aus als ich. Na, aber was? dass diese Fasare Erhabenen alle zwielichtige Gestalten sind, das wussten wir schon vorher. Terrisch ja. Von Fasar. Nun, er besitzt keinen Burj, so viel ist sicher. Nun, jedenfalls, er bietet seinem alten Freund eine Wette an und bei der Gelegenheit ordert er dann noch eine größere Menge an Giften. Ich meine, pro Fass. Oh, offenbar ist das der Vater von Nara Zornbrecht. Ja, Zornbrecht oder ein Vater? Und er ist nicht auf den Niederhöhlen selbst gekrochen? Offensichtlich. Nun gut. Aber würdet ihr nicht sagen, dass Fasar fast das zweitbeste nach den Niederhöllen ist? Ich blicke aus dem Fenster über Alanfa, sage nichts und wechsle das Thema. Nun, jedenfalls werden wir bald in Südmeer aufbrechen. Voltax, hast du mehr dazu herausgefunden, wo diese Insel, die du besuchen möchtest, ist? Ja, natürlich, mein Durch. Zeigt auf sie. Auf einer See ist das genauso gut wie ein direkter Kurs. Auf jeden Fall werden wir in Charybdis anhalten. Man hat uns ja bereits ein mehr oder minder konkretes Treffen mit diesem Lolona organisiert. Das habe ich auch schon mit unserem Navigator abgesprochen. Und von Charybdis werden wir dann weiter in Richtung Sorak fahren. Und wenn wir sowieso in der Nähe sind, können wir vielleicht einen Zwischenstopp in Hotalem einlegen. In einem echten Paios-Tempel zu sein, würde mir gut tun. Das liegt aber nicht auf dem Kurs, wenn ich mich richtig erinnere. Nun, wenn wir der Annahme, dass wir Altum sowieso südlich umschiffen müssen, ist es ein Zwischenstopp von was? Höchstens 3 Tagen inklusive des Weges. Was wollt ihr dort? Wie bereits gesagt, einen echten Paios-Tempel besuchen. Ja, aber ist das wirklich so wichtig, dass es 3 Tage Umweg rechtfertigt? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg in Hotalem Station machen? Nun gut. So wie ich uns kenne, werden wir in Charybdis danach sowieso nicht mehr gern gesehen sein. Und wir werden auf dem Rückweg irgendwo vermutlich neue Provisionen aufnehmen müssen. Diamantus, was ist hier über Charybdis? Der Diamantus ist nicht hier, er ist doch... Wir können ihn auf der Fahrt noch hinreichend ausquetschen. Wenn wir ihn brauchen. Was machen wir mit den 3 uns übergebenen Schiffen? Sollten wir sie erst hier liegen lassen, oder? Denn ich hätte 1 oder 2 Sachen, die sie erledigen könnten. Nun, wenn ihr eine Idee habt, sprecht. Nun, könnte jemand sich die Mühe machen und herausfinden, wie und ob es unter Loser bestellt ist. Wir haben nicht die Zeit, aber... Nun, ich hatte Kiaros gefragt, ob er eventuell das Schiff von Chantala übernehmen würde. Ihr habt was? Nein! Doch, über doch. Meine kalte Leiche, nein! Kiaros ist ein fähiger Seemann. Kiaros ist aus der Sache raus. Kiaros ist zu Hause. Kiaros kann zu Hause bleiben. Zieht ihn nicht wieder rein. Das habe ich nicht. Nicht seine Entscheidung. Ich habe ihn gefragt, was ihn glücklich machen würde. Er weiß nicht, was ihn glücklich macht. Aber wer soll es wissen, wenn nicht er? Hört auf mich, ich weiß es.
Vielleicht sollten wir ihn selber fragen, ob er da ein Interesse hat. Wir könnten ja auch eure Frau fragen, Jalan. Nun, auch meine Frau weiß, was Leute glücklich macht, aber sie ist nun nicht hier. Ja. Vielleicht sollten wir die Entscheidung Kira überlassen, ob er das Schiff führen will oder nicht. Eure Frau ist doch eine Geweihte, nicht wahr? Und wann hat Leuten ihre Entscheidung zu überlassen, sie jemals dahin gebracht, wo sie hin wollten, Abelmir? Uns auf jeden Fall nicht. Ich möchte nicht über sein Schicksal bestimmen. Das soll er schließlich selber machen. Ja, richtig. Na gut. Aber wenn wir ihn eines Tages zu Grabe tragen müssen. Ich warne euch. Dann werden wir eine schöne Grabrede für ihn halten. Ja, die schönste. Du nicht, Abelmir. Du nicht. Nun gut, dann mache ich das. Ja, bitte. Ja, Abenteuer, ich komme schon rein. Ja, ihr müsst das nicht immer sagen. Wenn ich anklopfe, dann ist das nur einfach so. Ich komme hier rein. Gut, können wir los? Passt. Wenn ihr mich entschuldigen würden, ich werde Hagorfminia sehen. Sie sollte bald fertig sein. Aber ihr könnt schon mal die Mannschaft antreten und durchzählen lassen. Mache ich so. Kurs war Charypso jetzt, ja? Kurs Charypso. Es ist eine Piratendrecksbude. Nur, dass du das weißt. Das wissen wir, aber unglücklicherweise haben wir Geschäfte vor Ort. Ja, ich werde an Deck bleiben und dafür sorgen, dass die Mannschaft nicht vom Schiff runtergeht. Weil A, holen sie sich nur irgendwelche scheiß Krankheiten und B, habe ich Angst, dass die Irrfahrtgeweihten unser Schiff ansägen. Dementsprechend werde ich die Mannschaft anstellen lassen und die werden mit ihren Armbrüsten und das, was wir noch an Balestrinas haben oder Abalonen, dafür sorgen, dass sich kein Irrfahrtgeweihter unserem Schiff nähert. Auch nicht von unten. Ja gut, das klingt vernünftig. Nun, ihr scheint keine gute Meinung von euren... Das ist eine Jauchegrube. Sagen wir, Cousins im Glauben zu haben. Aber... Effortgeweihte? Greifenmund! Nun, meine deswegen... Bedingung als Aufnahme war, dass es hier keine Effertis an Bord gibt. Nun, deswegen. Und die Charyptiden beweisen einfach nur mal wieder, dass sie zu viel Lack gesoffen haben. Ich gehe währenddessen an ihm vorbei. Nun, dann sind wir froh, dass wir einen so wachsamen... Dass ihr einen Zwaffnigeweihten an Bord habt, ei. Einen so wachsamen Bordkaplan wie wir euch haben, genau. Ja, einen Zwaffnigeweihten. Sag's doch einfach. Nun, ja. Zwaffnir. Das wohl. Zwanfer. Das wohl. Abenteuer. Sehr gut. Bin zufrieden, aus dir kann noch was werden. Angetreten! Auf Deck! Marsch, marsch! Ich gehe jetzt zu Angrasminia. Nehme die beiden Buchstaben wieder entgegen. Oder den jetzt einen Buchstaben. Ich bin gerade fertig geworden. Sie sind noch heiß. Vorsicht. Keine Sorge. Ich werde die Handschuhe. Ihr wisst schon, dass wenn ihr eine Eisenhand tragt, dass sich Metall hat eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit. Ich bin mir sicher. Also, das brennt sich ratzfatz in euren Handstumpf hinein. Die Zeit drängt. Warum drehen die nicht draußen mit den anderen an? Ja, schließlich. Soll ich sie anbringen oder wollt ihr das machen? Oh, ich werde das machen. Kein Grund für euch, dort nochmal herunterzuklettern. Ja, das heißt, ich soll jetzt mit antreten? Ja, genau. Achso, und zum Durchzählen, das, ne? Seht, dass eure Lehrlinge auch alle auf der Reihe sind. Nicht, dass wir einen hier vergessen. Ich stelle mich neben Voltax. Bis gleich. Gut. Dann kletter ich mir indessen wieder auf die Planke, die da noch hängt, hinter das Tuch. Und hammer das Pseudo-M da an. Und dann kann ich einen Geburtssegen sprechen? Oh, interessant. Und das Schiff, ich hab vermutlich irgendwie oben eine Flasche von Abelmirs Bosbarania. Es gibt ja einen Schiffssegen. Das ist aus Effertkirch, der Schiffssegen. Ja, ich möchte das Schiff hier nur benennen und nicht wirklich einsegnen. Ja. Gut, egal. Dafür ist der Schiffssegen. Ich hau dann die Flasche Bosbarania hingegen und flüstere leise, ich taufe dich auf den Namen Munzel Bemer Drachentöter. Und werfe ich die Beweise ins Meer. Kletter wieder hoch. Okay. Jetzt ist das Schiff umgetauft. Hoffen wir, dass es hilft, denn mehr Pulver habe ich nicht auf der Pfanne. Ulamin ist dabei neben Kiaros an die Reling getreten und meint, Jalan hat das nicht so gut aufgenommen, dass ich euch wegen dem Schiff gefragt habe. Ich glaube, er macht sich wirklich Sorgen um eure Sicherheit. Er wird schon drüber hinwegkommen und ich fürchte, meine Aufgabe ist noch nicht ganz erledigt. Ich werde natürlich erstmal hierbleiben, mit Coragon reden, mit den ganzen Offizieren, die ihr angeheuert habt und den Soldaten. Sie werden wissen müssen, wie man gegen Seeschlangen und Archen kämpft und wie man in der blutigen See navigiert. Ich will sie nicht blind da reinschicken. Das ist gut, dass ihr euch darum kümmert.
Und es wird Yalan vielleicht sogar vielleicht ein wenig beruhigen, wenn ihr nicht sofort in See stechen wollt. Nein, keine Sorge. Wenn ich fertig bin mit diesen räudigen Landratten hier, dann werden sie bereit sein zu kämpfen und zu siegen. Aber seht, ich glaube, Yalan hat die Sache mit dem Namen endlich hinbekommen. Was tut er denn da unter dem Tuch? So kann man doch nicht arbeiten. Anstatt dass er einfach in einen Effa-Tempel geht und nach einem neuen Namen für den Pferdeschiff fragt, also wirklich. Ja, währenddessen, Diamantis tritt auch wieder an Deck und ihr könnt sehen, wie mehrere Enterhaken an Bord vorne angeworfen werden. Kapitän, sind wir soweit? Kann ich den Schleppern den Befehl geben, dass wir... Eine Sekunde noch, wir müssen das Schiff noch taufen. Ich warte noch, dass Yalan unter diesem Tuch hervorkommt. Ja, ich komme dann heraus und stelle mich auch ins Tuch bereit, um das dann einzuziehen. Ich hätte fast daran fallen lassen, aber wir können das gute Segel ja nicht wegwerfen. Und dann nicke ich aber mir dazu im Sinne von, ja, bereit. Nun, Haswolf, zieh das Tuch weg. Dieses Schiff ist neu geschmiedet und bereit, Effert zu trotzen. Tja, und Swafnir, damit zieht er das Tuch weg. Ich schau mal verdutzt auf diesen Namen. Jan? Ignoriert es. Meine Puzzle-Zeichen sind nicht so gut. Oder ich schiele ein bisschen. Man weiß, was gemeint ist, oder? Scheiße, brauche ich jetzt einen Zwicker? Was ist denn das in der Mitte? Das R und das N stehen ein wenig nah beieinander. Das sieht aus wie ein M. Ich dachte mir, es wäre eine nette Seeblüte im Namen. Silbem? Ihr wisst alle, was gemeint ist. Ändern können wir es jetzt sowieso nicht mehr. Eigenartige Tradition oben im Mittelreich. Ich schau mal Angroschmina scharf an. Ich habe nur gemacht, was der 1O gesagt hat. Lass die Frau in Ruhe. Sie hat ihre Arbeit hervorragend gemacht. Seid ihr jetzt unter die anderen Verbieten gegangen? Ich glaube, da hat er sie schon immer befunden. Nun, können wir dann? Naja, vielleicht hilft's ja. Ich weiß nicht genau, aber die Farbe hat nicht gehalten. Wir werden sehen. Gut. Diamantis, lass uns abschleppen. Nun, Kiaras, es ist soweit. Ja, pass auf die Rasselbande für mich auf. Und pass du auf dich auf. Diakaros, war schön, dich wiederzusehen. Abenteuer. Und pass auf, dass sie nicht anstellen, nicht wahr? Du nimmst jetzt das Schiff von Chantala jetzt, ja? Werde ich. Ah ja, hier, das wollte ich noch geben. Ein Buch mit all meiner Erfahrung über das Perlenmeer und die blutige See. Ihr werdet es brauchen. Danke. Gebe ich Kopak. Mach das. Und wir sehen uns dann jetzt öfter, oder was? Hoffentlich. Ich werde aufpassen, dass alles für euch vorbereitet ist, wenn es soweit ist. Tut es nicht, Karinor. Noch ist es noch nicht zu spät. Dreht euch einfach wieder um und geht hoch auf den Silberberg. Wir schicken euch eine Flaschenpost und so, ne? Mach das. Und ja dann. Schnapp sie dir, Tiger. Achso, Entschuldigung, ich habe mir mit Solamin unterbrochen. Ist schon gut, Haswulf. Solamin tritt vor und umarmt Kiaros einmal zärtlich und meint, ein bisschen recht hat Yalan schon. Passt auf euch auf, ihr seid eine ganz besonders kostbare Blüte in Rajas Rosengarten. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Meine Reise ist dann zu Ende, wenn Raya mich zu sich ruft. Udamin nickt und wendet sich ab. Kiaras, hol dir keine Krankheiten in Talusa. keine Sorge. Ich hab vorgesorgt. Das ist gut. So kenne ich dich. Na dann, mach's gut. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ha, dann trinken wir einen zusammen. Ja, und vielleicht habe ich dann noch ein paar neue Edelsteine gefunden, die ich dir für deine Sammlung geben kann. Oh, und ich werde bestimmt ein Stollengrollen organisiert haben. Ha. Sehr schön. Tja, auf ein Wort. Könnt ihr diese Briefe dem Dekan geben? Natürlich. Ja, vielen Dank. Und passt auf euch auf. Du auch auf dich. Und habe mir hier ein Buch für dich. Lern ein bisschen was über die Seefahrt, bitte. Oh, vielen Dank. Als Kapitän brauchst du Respekt deiner Mannschaft. Sehr wichtig. Ich glaube, damit ist es nicht weit her, aber das soll mir egal sein.
Solange sie gehorchen. Solange sie gehorchen. Diamantes. Viel Erfolg auf eurer Reise, Grande Carino. Und schade, dass wir das mit dem Zigarren nicht mehr hinbekommen haben, nicht die Zeit dafür gefunden haben. Ja, zu schade. Aber hier, ich habe auch etwas für dich. Eine Flasche meines besten Arax aus meiner persönlichen Sammlung. Für den Sieg in der Arena. Danke, Sir. Den werde ich auch bewahren, bis wir wieder in der Heimat sind. Ja, oder sobald eine gute Gelegenheit dafür da ist, nicht wahr? Das wohl. Pass auf, dass Yala nicht noch eine Hand verliert. Gut, dann sobald ihr über die Planke seid, gebe ich den Befehl zum Schleppen. Auf bald, Freunde. Leinen los vorne und hinten. Leinen los! Bleibt los, wir segeln ab. Und von vorne könnt ihr das zugleich hören und ein Ruck geht durch euer Schiff.